Lockdown. Sechste Folge. Panik. Also ja, heute geht es mir nicht besonders gut. Ich weiß auch nicht. Es ist jetzt 4.30 Uhr und ich habe nicht geschlafen. Das Gesicht im Badezimmerspiegel, alarmierend, ganz weiß und eingedellt, riesige Pupillen, Ausschlag auf der Stirn, ein Mensch im Abwärtstrend. Ich bin um 10 ins Bett gegangen, obwohl ich gar nicht müde war. Es war nur schon so ein langer, zäher Tag gewesen. Ein Tag, der dir jede Minute unter die Nase reibt, mit ungewaschenen Fingern. Erst habe ich eine Weile dagelegen und den Nachbarn zugehört. Oben versuchen sie anscheinend, ihr erstes Kind zu machen. Da ist auf alle Fälle sehr viel Druck drauf, rein akustisch. Und unten tyrannisiert der kleine Tristan seine Eltern. Der ist vielleicht 5 und hat ADHS, und zwar die nukleare Variante. So dass man sich Sorgen macht, wie seine Eltern diesen Lockdown überstehen sollen. Die Stimme der Mutter ist schon richtig gläsern und der Vater weint sehr oft im Bad. Ich kann ihn hören, wenn ich mittags in der leeren Wanne liege und die Gala lese. Irgendwann war es dann endlich still. Keine Klospülung mehr, keine Fernseher, nur ich im Bett. Wach wie ein Leuchtturm, falls man das so sagt. Ich liege da und denke nach über meinen Alltag, über das Regal, das ich gerade repariere, über das Wort Monotonie und über diese ganze Situation, in der wir sind, diesen Endzeitfilm, der draußen abläuft. In Italien fahren sie die Leichen in den Militärlastwagen aus der Stadt. Es gibt Videos davon, ein stiller Konvoi auf leeren Straßen. Wie bei Roland Emmerich. Hier wird es bald auch so sein, dass du nachts aus dem Fenster schaust und da sind Gestalten im Schutzanzug, die deinen Nachbarn im Leichensack auf die Straße rollen. Oder dass dich jemand anruft und dir sagt, dass deine Mutter infiziert ist. Intensivstation. Sie ist fast 80. Du weißt, was das bedeutet. Mein Herz puckert, geht in den Offbeat. Es kribbelt in den Füßen. Ich stehe auf, gehe ins Bad, wasche mir 80 Sekunden lang die Hände. Ich mache das jetzt stündlich, auch wenn sich die Haut bereits an ein paar Stellen schält. Seit ich heute bei diesem Podcast-Arzt gehört habe, wie die Krankheit schlimmstenfalls verlaufen kann, bin ich vorsichtig geworden. Da war von blauen Lippen die Rede, von einem qualvollen Erstickungstod. Inzwischen wechsle ich alle 2 Stunden meine Kleidung, messe stündlich Fieber. Nehme meinen Atem mit dem Tongerät auf und höre ihn mir auf den großen Boxen an, um zu prüfen, ob da ein Kratzen oder Pfeifen drauf ist. Ein Schlitz unter der Wohnungstür habe ich zugeklebt. Nachher stürzt eine Corona-Nachbarin vor meiner Türe hin und hustet unter dem Schlitz hindurch in meinen Flur. Und ich bin zufällig auch gerade da, ganz nah am Schlitz, weil ich beispielsweise auf dem Bauch den Flur langrobbe unter Hindernissen durch. Eine Übung für die Zeit danach. Dann fliegt ein kleiner Speicheltropfen aus dem infizierten Mund der hingefallenen Nachbarin unter meinem Türschlitz durch und landet platsch auf meiner Netzhaut. Und es ist passiert. Die Übung, das Robben, Kriechen, Schleichen und so weiter, das kann durchaus kommen. So psychisch angeschlagen, wie ich gerade bin, da kann es schon sein, dass ich hier bald Survival Training mache. Denn was mir mehr Angst macht als dieses Virus, das ist die Zeit danach. Was wird dann sein? Wie sieht die Welt dann aus? Da gehen die Prognosen doch alle sehr ins Düstere. Die Wirtschaft kollabiert, die Banken crashen und die Börsen stürzen ab. Die Unternehmen werden abgewickelt, die Rettungsschirme eingeklappt, die Ich-AGs sind suizidal. Überall Arbeitslose, die aus ihrer Wohnung kommen. Blasse Menschen, wund vor Langeweile, wütend, aufgequollen, ohne Zukunft. Sie bilden Gangs, Guerillatruppen und Kommunen. Reichsbürger fahren in VW-Bussen durch die Städte und schießen singend auf Passanten. Der Schwarzmarkt
blüht. Klopapier wird als Währung anerkannt. Die Zeitungen sind eingestellt. Nur noch Fake News, Lügen, rechte Esoterik und ein schwaches Wimmern von den letzten 7 Linken, die einen Twitter-Account mit 19 Followern betreiben. Überall läuft düstere Musik von gestörten Kinderbanden aufgenommen, die Gefolterte als Instrumente nutzen. Die hört man dann, während man sich eine Krähe über einem brennenden Auto grillt und mit den paramilitärisch angemalten Freunden überlegt, wo man Benzin stehlen kann oder Gouda oder Medizin. Das sind so ungefähr die Bilder in meinem Kopf, während ich im Bad stehe, mir die Hände wasche und mich im Spiegel sehe. Als fremden, verschreckten Menschen. Und das ist der Moment, in dem ich begreife, dass ich Hilfe brauche. Stimmen gegen die Paranoia. Worte aus der echten Welt. Weil mich die Angst sonst frisst. Die Einsamkeit. Also hole ich mein Smartphone raus und schicke Audionachrichten. Erst an meine gute Freundin aus Hamburg, die mit dem großen Kinn. Hey, ich bin's. Rufst du mich morgen mal an und sagst mir, dass alles gut wird, ja? Brauche ich gerade. Bin sehr apokalyptisch unterwegs. Kaum noch Haut an den Händen und so weiter. Also, meld dich, please. An meinen Freund hier in Köln. Und wie ist's bei dir? Ich find's ja inzwischen schon ziemlich hart, was so passiert, die Horrorshow auf der ARD. Erstmal von dir hören, ja? Dann bis bald, okay. Und meine Mutter. Mama, hallo. Geht's dir gut? Hier ist es ganz okay. Doch, ist okay. Ich lese viel und so, denke nach, koche, mach sogar ein bisschen Sport im Wohnzimmer neben den Staubmäusen. Und du? Du musst mir mal was erzählen, ja? Auch von früher, aus der alten Bundesrepublik, wo man noch Saumagen gegessen hat und es gab Vollbeschäftigung. Solche schönen Geschichten. Gut, wir reden morgen. Bis dahin, ja? Bis dann. Tschüss.